PSN-Codes kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Ja, dann noch. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 von United Royale. Vielen Dank, dass ihr wieder am Start seid und es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen von den letzten zwei Silberspielern. Es gibt heute kein besonderes Intro. Die Introzeit ist vorbei, denn jetzt heißt es Gas geben und richtig Gummi machen und wirklich heiß werden auf die Gruppenphase, denn die wird in den nächsten Tagen bei Broski auf dem Kanal ausgelost. Und ich bin auf jeden Fall schon heiß drauf, Freunde, und möchte mich an dieser Stelle nochmal wirklich bedanken bei euch. Wirklich sehr, sehr groß für den ganzen Support, den ihr nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen auf den Folgen dagelassen habt. Für ein Turnier, das erste dieses Jahr, war das absolut unglaublich und glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich muss an dieser Stelle nochmal wirklich ein dickes Herz an euch von mir da raushauen, Freunde. Und auch die ganzen Likes auf die ganzen Videos. Ich glaube, das hat die Community einfach an sich gestärkt. Diese ganzen Intros, die wir gemacht haben, außer die von den Teasys, waren wirklich sehr, sehr lustig. Auch Steini hat sich eine geile Story mit dem Ori ausgedacht. Und obwohl ich jetzt gar nicht so der Veranstalter vom Turnier bin, will ich trotzdem Danke sagen. Das hat die FIFA-Community, glaube ich, groß zusammengeschweißt nochmal und gezeigt, dass wirklich jeder da Bock drauf hat. Und wenn er Bock hat, der auch was Geiles raushauen kann. Außer die Teasys. Und dann würde ich sagen, schnackel ich hier gar nicht großartig drum rum. Ihr habt ausgesucht und ihr habt euch für Desailly Lamborghini entschieden. Und ich habe mir dazu den besten Torwart im Spiel, Raffi Rufier, ausgesucht. Damit ist die Verteidigung auf voller Chemie. Timo Werner hier jetzt ins ZM zurückgerutscht, dass er auch auf voller Chemie spielt. Und es ist nur noch der gute Löwe und Ansu Fati offen, Freunde. Die heißt es heute zu upgraden. Ich weiß schon ungefähr, was ich haben möchte. Es gibt zwei verschiedene Varianten, die ich so noch im Kopf aktuell drin habe, wie wir auf volle Chemie kommen. Werner hat, ich glaube, 82 Spiele, hat 82 Spiele. Genau, Ski, Freunde. Und damit starten wir rein in das vorletzte Spiel des Teambuildings United. Ich werde jetzt schon nostalgisch, Robert. Let's go rein in die Olga, Freunde. Gegner Nummer 1. Wird es ein Schwitzer? Das Team sieht schlagbar aus. Das Team ist wirklich schlagbar aus, aber das ist ein Alibi-Team. Dieser Body Player of the Month ist viel zu lange schon drin. Das ist ein Schwitzer, es ist ein Schwitzer, das ist ein, wie heißt es, ein Eigenswap-Schwitzer. Da brauchen wir noch ein Ligenteam, oder? Scheiße, Mann. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Alles, was ich mir hier wünsche, ist, dass wir eine gute Connection haben. Das wäre wirklich schon mal das A und O. Alles andere lässt sich dann darüber entscheiden, wie gut wir spielen oder wie gut auch nicht. Ansu Fati macht einen Scheißpass. Und Messi mit dem 1-0. Ich musste abspielen, aber ist okay. Ich hätte ihn gerne mit Werner selbst gemacht, aber scheiß die Wand an, Digga. Warum die Wand, Digga? Was kann jetzt die Wand dafür, Digga? Richter, hier geht's darum, auch Spieler auf dem Platz zu schützen. Nicht schlecht. Kamera macht das aber auch super. Das erste Mal auch auf voller Chemie hier heute bei No Hand Gaming unterwegs. Und da ist schon wieder leider eine Riesenlücke. Desailly, die beiden Neuankömmlinge in der Verteidigung. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Werner die Buben da vorne machen würde. Wir brauchen, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so viele Coins heute, weil wir die letzten Male so viele erspielt haben. Oh, da wollte ich den Dragback machen und einfach noch Werner schicken. Komm, Messi, mach den Lupen rein. Hattrick, Digga. Es ist wirklich your time to shine jetzt. Oh, schade. Was Scheiße. Ey, beschenkt mich. Und Oma Steinberg, Bruder. Bitte geh nicht raus. Aber der wird rausgehen. Es ist 3-0 nach 20 Minuten. Das sind 150k und nochmal 150k. Das sind 300k. Womit ich auf jeden Fall zufrieden bin, Digga. Auch wenn hier mehr drin möglich gewesen wäre, aber wir brauchen gar nicht so viele Coins, Freunde. Wir brauchen gar nicht so viele, was wir gekocht haben. Likes, Digga, gib mir deine Likes, Habibi. Oh, das sieht Connection wieder richtig knackig aus, Digga. Die Connection sieht knackig aus, aber das ist leider nicht volle Chemie. So, maybe now. So, maybe now.
eigentlich schlagbar aus, wenn ich ehrlich bin. FC Josh im Ohrschlüssel. Let's go. Bossio, Bossio. Bossio, willst du was vom Grillwerk? Ja, Mann, ei. Dann komm mal rüber und such dir was aus. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Desai heute Leistung zeigen wird, Digga. Und jetzt kommt der, zack, zack. Kommt der. Und dann nochmal auf den Werner. Und der steht nicht mal abseits. Und das ist gespielt. Das seht ihr nur gegen Benji gegen einen Noob. Let's go, Baby Boy. Und lauft, meine Kinder. Laufen Sie mit im Angriff. Nehmen wir doch das Tempo nicht raus, Kinder. Roulette. Achso, nee, nö. Ich wollte beim Controller eh nichts eingeben. Ich musste es probieren. Es war einfach zu verführerisch gerade mit... Hey! Mit Werner selbst abzuschließen. Auch wenn es nicht so schlau war. Hätte ich lieber die 50k mitgenommen. Aber man muss auch manchmal in seinem Leben was wagen, um zu lernen. Nein. Ui, ui, ui. Erstmal ruhig hier. Und guck mal, Messi sucht sich die Lücken von selbst. Und wer spielt diesen Schmutzpass hier gerade eigentlich, Männer? Also happy bin ich darüber nicht. I call the kid by the name. Ich weiß nicht, wo ich den Ball hinspielen soll, Junge. Abseits, scheiße. Männer, ey. Hier, hinher, hinher. Oh, ich wäre durch gewesen. Shit. Ich denke hier schon wieder zu viel, habe ich das Gefühl. Guck mal, das macht er gar nicht so schlecht hier, Mann. Das muss man ihm echt mal lassen. Das muss man ihm leider mal lassen hier, den Kubik. Wir gehen in die Halbzeit. Nur mit dem 1-0. Ich habe den Gegner am Anfang ein bisschen unterschätzt. Hätte aber noch eins machen können. Aber der spielt gar nicht so schlecht, aber ist wirklich ein interessantes Spiel. Ich bestelle mir mal schnell was zu essen, so. All you can drink mäßig. Das wäre very schade. Dankeschön, FIFA. Ja, voll komisch, aber irgendwie geht's nicht. Ein Cheeseburger. Mach ihn rein! Huhu! Komm, lauf, Löw, Junge. In deinem Abschiedsspiel darfst du nochmal ein Tor machen. Löw, Junge! Ich hätte Löw gewinnen. Burger. Löw, ey, das ist doch kein Schiedsrichter. Gönnen Sie dem Herrn Löw doch mal was. Burger, Menü. Burger. Oh. Ach, guck mal, Digga, der Typ rennt mit Absicht weg. Der verteidigt mit Absicht nicht. Guck mal, was soll... Was ist das denn? Was ist denn mit dem los? Wenn er jetzt nochmal weiterspielt, dann spielt er nochmal weiter. I'm in love with FIFA 20! So much! Ich hab den Gegner am Anfang, fand ich nett, aber am Ende hat er gespielt wie der letzte Penner. Und deswegen nehme ich das Tor auch gerne mit. Und damit ist das Spiel eigentlich auch vorbei. Ich hätte Löw gerne das Tor gönnt, aber die 100k nehme ich auch mit, Freunde. Bin ich early. Mit Rinderschinken. So, gewinnen wir das letzte Spiel hier, Freunde. Vom Teambuilding mit 2 Toren von Werner sogar. Krass, ich dachte, Werner hat gar keins gemacht. Das heißt, wir haben hier 300k nochmal im letzten Spiel rausgeholt mit 3-0. Erstes Spiel auch 300, glaube ich, haben wir noch doch nochmal 600 geholt. Und dann war es das jetzt tatsächlich mit dem Teambuilding. Ich weiß, der Typ hat teilweise nicht gespielt, aber was will ich machen lange? Dann wieder doch und dann nicht. Wir machen jetzt erstmal hier Set-Proof in den Man. Messi hat sich auch noch verletzt. Werner hat jetzt 86 Spiele. Wir haben gleich bei 82 angefangen. Wir hatten zwei Spieler, die nicht auf 100 Chemie waren. Das heißt, wir müssen zwei rausgehen. Here we go, dann passt der Lack soweit. Und das war's. Löw und Ansu Fati werden sich verabschieden müssen. Und ich werde das was raussuchen. Danke für Boss. Nur wegen Boss habe ich so viel geholt. Der hat mir ja gerade Motivationsrede gegeben, wenn ich schon Rinderspeck und sowas höre. Eigentlich müsste unsere Quarantäne jetzt bald vorbei sein, Digga. 14 Tage haben wir doch safe schon gemacht, oder? Ja, wir haben wahrscheinlich schon 28 Monate. Wir sehen uns bei der Spielerauswahl. Der Schweiß ist vorüber. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, sogar dass Bossio hier schon sitzt. Der ist eigentlich auch mit den Nerven am Ende, weil er gerade sein United aufgenommen hat und ein sehr lustiges Ende hatte. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und das ist meine Spielerauswahl, Freunde. Busquets, Sané, De Jong, Sterling, Vidal. 2 Kombinationen sind möglich. Theoretisch Sané und Busquets. Theoretisch Sané und De Jong. Theoretisch De Jong und Sterling. Theoretisch sonst nichts. Weil, also Sterling und Busquets. Aber wir können nur eine von beiden SBC-Karten nehmen. Wir können nicht Sterling, Sané und Vidal nehmen, Freunde. Weil der SBC, das SBC-Limit somit schon erreicht ist mit unserem Werner, das zählt auch dazu. Unser Team ist sehr, sehr stark. So wie Bostos Oberarm, Digga. Eine brutale Maschine. In dem Sinne, stimmt ab.
Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Checkt am besten Bossio auch ab, Freunde, wenn ihr Pupper-Videos sehen wollt. Und in dem Sinne, Freunde, sehen wir uns am Donnerstag auf jeden Fall zum Stream und am Freitag zum neuen Video. Ich bin jetzt raus. Mein Name ist Klaus. Aus die Maus.